Hallo, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde. Willkommen zurück bei Dwarf Fortress. Mehr oder weniger, wie man wahrscheinlich schon am Folgentitel erkennen kann, ist dies hier das Abschlussvideo für die erste Staffel. Ja, ich habe beschlossen, ich werde Dwarf Fortress in Staffeln rausbringen. Also das, was ihr bis jetzt gesehen habt, war die erste Staffel. In der zweiten Staffel werde ich dann eine neue Festung anfangen, habe ich beschlossen. Aus mehreren Gründen. Zum einen, weil ja ein paar Sachen hier schiefgegangen sind in unserer Festung. Unter anderem habe ich meinen General ertrunken und meinen Waffenschmied unter Erde begraben. Zum anderen aber auch, weil... Naja, wir haben die Festung ziemlich weit ausgebaut schon, wie man sehen kann. Also zig Stockwerke eingebaut mit Lagerräumen und so weiter. Wir sind eigentlich schon an einem ziemlich hinteren Punkt angekommen. Die Festung ist nicht perfekt, also das behaupte ich gar nicht. Aber sie ist schon kurz davor, autark zu werden. Also wir haben noch ein paar Sachen, um die wir uns kümmern müssten. Aber wir haben schon ziemlich viel erreicht. Wir haben sogar eine Arena erbaut, in der wir Sachen getötet haben, testweise getötet haben hier. Also Nacktmaulwurfshunde, aber es fehlt halt einfach die Herausforderung. Und das habe ich mal nachgeguckt, woran das liegt, dass wir hier einfach keine Invasionsarmeen und so bekommen. Das will ich euch nachher noch in diesem Video zeigen. Aber auf jeden Fall will ich mal ankündigen, dass es mit dieser Festung jetzt zu Ende geht. Also allein schon aus den Pannen, die wir gemacht haben, aus der Tatsache, dass wir keine Invasionstruppen kriegen und weil wir irgendwie an einem ziemlich schlechten Punkt embarkt haben. Also man sieht ja hier, wir haben mitten in die Kavernen gegraben, was auch nicht so schön ist, und wir finden einfach keine Erze. Also, und das ist allein schon doof, dass wir wenigstens Kupfer oder sowas finden würden. Wäre nicht schlecht. Das Einzige, was wir hier haben, ist dieses Schorl, dieser Schorl-Cluster hier. Aber was man auch immer damit anfangen kann, ich weiß es nicht so genau. Deswegen würde ich sagen, wir beginnen mit einer neuen Festung, die auch ein bisschen spannender ist dann, weil wir dann auch Invasionstruppen und so auf den Hals gehetzt kriegen und uns mal ordentlich verteidigen müssen. Wir hatten ja, wenn man es mal so sieht, was hatten wir denn? Ein Drachen, ein Werbuffalo-Schild, ein Tundra-Titan, die können wir uns leider nicht angucken. Ich glaube, das war der Riesenkäfer. Irgendwelche Säue und Boas. Ja. Natürlich haben wir hier doch die ganze Karawane. Wir haben einen verloren gegangenen Farmer, einen verloren gegangenen Hund. Wir haben tote Kias. Ja, genau da. Einen Mason, einen General und unseren Waffenschmied haben wir verloren. Und einen Koch. Und das ging meistens auf meine Kappe, so gesehen. Ja, deswegen würde ich sagen, wir werden dieses Fort jetzt aufgeben. Also über Escape Abandoned Fortress machen. Aber vorher verabschieden wir uns noch mal ganz kurz von unseren Zwergen. Und hoffen, dass die Festung in der zweiten Staffel ein bisschen mehr herausbringt. Weil ganz ehrlich, so ist das schon ein bisschen langweilig, wenn nichts Aufregendes passiert. Also ja, das Aufregendste war der Drache, den wir hatten. Ansonsten passiert hier einfach nicht wirklich was. Und wir haben einige Fehler gemacht, die wir beim nächsten Mal nicht mehr machen sollten. Unter anderem hier das, den Raum überfluten. Na gut. Unsere Kaserne sollten wir das nächste Mal wirklich symmetrisch machen und von Anfang an richtig mit den Levern und dem Eingang arbeiten. Hier hätten wir auch ziemlich viel besser machen können, was ich das nächste Mal auch besser machen werde.
Aber ich hoffe, ihr hattet schon mal einen guten Einblick in das Spiel und in die ganzen Vorgänge. Das ist ja auch mehr oder weniger eine Einstiegshilfe für die anderen, für euch, die damit anfangen wollen oder angefangen haben und Tipps brauchen. Soweit kann ich das Spiel nämlich auch schon. Aber ja, wir tun jetzt mal das Fort verlassen. Ja. We liquid all active saves will be deleted. This region will be saved for later use. Also ja, unsere Save Games fürs Fort sind weg, nur die Welt bleibt erhalten. Also drücken wir Y. Your settlement has been abandoned. Gut, die Welt wird kurz gespeichert. Es werden 174 Leute rausgeschmissen und sie wird neu synchronisiert. So, wir können jetzt mal kurz in die Welt wieder reingucken. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, was das Hauptproblem war, warum wir keine Invasionstruppen bekommen haben. Nämlich, wenn man sich das Ganze so ansieht, also die Welt hier im großen Bildschirm, ich rede nicht von der ganz kleinen Übersicht, gibt es nur eine einzige Goblin-Festung, die ist hier oben auf der Insel. Genau. Tropical, ja, Forest. Ja, das hier ist eben eine Festung da oben. Eine Goblin-Festung. Können wir hier... Ja, wir können hier mal durchschalten. Neighbors, Goblins. Und wir sind mit den Elfen im Krieg. Wahrscheinlich, weil wir sie... im Stich gelassen haben. Übrigens ist das hier unsere Festung. Prairie der Flowers. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte eigentlich... Wie bewegt man... Ah ja, so. Nein. Move Local Area ist WX. Ah ja. Toss it, genau. Das ist unsere alte Festung hier. Ja, die könnten wir einfach reclaimen. Also ja, da unten über R, mit Groß R, könnten wir diese Festung hier reclaimen. Oder in der Nähe einen neuen Embark machen. Aber wie gesagt, das will ich nicht. Ich will diese Welt hier eigentlich löschen. Weil es gibt nicht wirklich was Spannendes auf dieser Welt. Also ja, hier gibt es ziemlich viele Menschenstädte, glaube ich, sind das hier. Hier oben, was haben wir hier? Ein Vulkan. Und das Einzige, was wir hier noch lilanes haben, ist ein Turm. Aber keine Ahnung, was für ein Turm. Gucken wir mal kurz. Itzumosust. Ja. Einfach ein Turm, den wir sogar auch reclaimen könnten. Ach nee, halt, ich glaube, das Reclaimen gilt einfach bloß für die alte Festung. Ja, okay. Nee, das machen wir nicht. Also wie gesagt, ich will diese Welt löschen. Und eine ganz neue Welt beginnen. In Staffel 2. Und für Staffel 3 habe ich auch schon einen Plan. In der ersten Folge hat mir nämlich jemand in den Kommentaren die Masterwork-Mod empfohlen. Die noch viel, viel mehr Zeug hier hinzufügt in das Spiel. Aber das will ich erstmal nicht machen. Erstmal will ich in Vanilla ein richtig schönes Vorbauen und das auch mal gegen eine Invasionsarmee verteidigen. Was nicht so einfach ist, wenn die einzigen Goblins auf einer Insel hocken
und Goblins weder schwimmen können noch Schiffe bauen. Nein. Ja, man merkt, wir waren auch ziemlich nah an dem lila Land hier unten. Das verflucht war. Also ja gut, es ist ein Stück weit weg. Aber ich denke mal, dass von hier aus die ganzen bösen Bestien gekommen sind, die wir da so hatten. Also der Drache und dieser Riesenkäfer und so weiter. Außerdem möchte ich in Zukunft die Aquifiers ausschalten. Ich habe euch ja erklärt, dass die einfach nur nervig sind. Und wie man sehen kann, sind sie fast überall. Also nee, ich möchte dann doch lieber gucken, dass ich ohne Aquifier ein schönes Embarkgebiet finde, auch wenn es dadurch schon fast etwas einfacher, zu einfach ist. Aber ich möchte, wenn schon, mit euch zusammen dann eine schöne Festung erstellen. Auch wenn die hier schon ziemlich gut war. Aber wie gesagt, wir haben einige Leichtsitzfehler gemacht, beziehungsweise die habe ich gemacht. Und wir hatten halt keine gute Ausgangsbasis. Keine Goblins in der Nähe. Keine Erze im Boden. Nö. Belassen wir es dabei. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der zweiten Staffel wieder. Das wird allerdings ein bisschen dauern. Das sage ich euch jetzt schon. Weil ich möchte erst Dark Souls 1 abschließen. Also mein zweites Projekt. Und während Dark Souls 1 läuft, habe ich noch ein kleines Nebenprojekt geplant. Das ist aber eine kleine Überraschung. Das wird aber nur ein kurzes Projekt sein. Also für mich von der Aufnahmezeit her. Also es wird wahrscheinlich höchstens 40 Folgen lang sein. Ist zwar auch ein größeres, schon ein gutes Projekt, aber es ist ein kleines Projekt. Aber wie gesagt, das werdet ihr ja dann sehen. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dabei auf meinem Kanal und freut euch auf die nächste Dwarf Fortress Staffel oder Season, wie man es auch immer nennen möchte. Also, bis dann.